Der Nachbar schmult. Der Harndrang, der eigene, richtet sich nach einer Klingel. Alles, was wichtig ist, wird in Kreide geschrieben oder mit einem Rotstift. Sie merken es, wir sind jetzt in der Schule. Wir waren alle in der Schule, haben vermutlich alle eine Meinung, aber wer hat wirklich Ahnung von der Schule? Denken Sie kurz drüber nach. Wie sind die aktuellen Zustände gerade? Das ist unsere Frage heute, meinrbb.de. Sie dürfen gern mit abstimmen. Gibt auch was zu gewinnen. Wir würden gern von Ihnen wissen, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass wir mehr Disziplin in der Schule bräuchten oder eher nicht so? Wie geht gute Schule und was macht man gegen den hier und da diagnostizierten Schulwahnsinn? Darüber reden wir heute und zwar mit diesem Mann. Kinder an deutschen Schulen. Respektlos, ohne Ordnungssinn, faul und spaßsüchtig. Genau das, sagt Michael Rudolph, ist allzu oft traurige Realität. Der erfahrene Schulleiter hat in wenigen Jahren die Berliner Friedrich-Bergius-Schule von einer Problemschule zu einer begehrten Unterrichtsstätte gewandelt, mit klaren Regeln. Leistung fordern, Sozialverhalten fördern, Berufsfähigkeit erreichen, jeder kommt ans Ziel. Nun hat Michael Rudolph niedergeschrieben, wie man eine Schule schaffen kann, in der das Lernen wieder im Mittelpunkt steht. Wahnsinnsschule, was sich dringend ändern muss. Schön, dass Sie da sind. Ich darf die Stunde hiermit eröffnen. Ja, guten Abend. Hallo, das ist ein Standardlehrersatz, oder? Andere Standardlehrersätze, die man tausendmal in seinem Berufsleben sagt, haben Sie da irgendwas? Na, also fällt mir spontan nichts ein. Ich versuche immer was Neues zu sagen und nicht immer das Gleiche. Ja, das ist vielleicht schon mal ein guter Trick einer guten Pädagogik. Bei uns hieß es immer, die Schule wird die Stunde vom Lehrer beendet, nicht vom Klingelzeichen. Das ja gut, das machen wir, aber wir sagen es nicht, sondern wir setzen es durch und machen es. Okay, da hatten wir hier und da, glaube ich, Nachholbedarf. Wie geht es Ihnen denn im Moment mit einer ja vermutlich sehr leeren Schule? Na, es ist natürlich schlecht, wenn die Schüler nicht in die Schule kommen. Wir sind sehr gut aufgestellt im IT-Bereich. Wir haben einen Internetzugang, 1000 MB. Wir haben einen Schulserver, eine Schulcloud. Wir haben 180 Leihgeräte für Schüler, die also bedürftig sind. Die Lehrer sind geschult. Also wir können Fernunterricht in dem Sinne machen. Aber schön ist das für alle Beteiligten nicht. Im Grunde genommen, die Lehrer und auch die Schüler würden sich sehr freuen, wenn es wieder losgeht. Aber das können wir nicht selber entscheiden. Da warten wir auf die Entscheidung der Politik. Aber das ist interessant, dass selbst SchülerInnen mittlerweile sagen, würden gern wieder in die Schule gehen. Was hören Sie von denen? Wie erleben die die Zeit zu Hause im Moment? Ja, denen ist langweilig. Die verlieren vor allem auch jede Struktur. Die verlieren den Zeitablauf eines Tages. Manche Schüler schlafen eben zu lange oder gehen abends ständig ins Bett oder machen die ganze Nacht irgendwo durch vor dem Computer und so. Und das ist ganz, ganz schlecht. Die brauchen eine Struktur, eine Regelmäßigkeit, so wie wir Erwachsene auch. Wir haben eben einen Arbeitsplatz und gehen früh zur Arbeit und machen irgendwas. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren, merken wir selbst als Erwachsene, dass das für uns keine gute Sache ist. Und das heißt also, die können ihr Lernen schon selbst strukturieren im Moment. Also es ist jetzt nicht so, dass der Laptop aufgeklappt wird um 7.30 Uhr und dann ist man 1:1 die volle Schulzeit mit dem Lehrer im Kontakt. Nein, die volle Schulzeit garantiert nicht. Die Schüler haben Vorgaben, zeitliche Vorgaben für einzelne Fächer. Wir haben auch zusätzlich schon vor einem halben Jahr viele Bücher gekauft, sodass wir also mit mehreren Dingen die Schüler beschäftigen können. Man kann ihnen über das Internet Anweisungen geben oder im Chat mit den Schülern. Und dann können Sie ein Buch aufschlagen und können mit dem auch noch eine Stunde weiterarbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Es ist sehr anstrengend für alle Beteiligten, so diesen Fernunterricht zu machen mit irgendwelchen Videokonferenzen und Ähnliches. Das ist wirklich schwierig. Für uns Erwachsene ist es schwierig, für Schüler noch viel, viel mehr. Jetzt sind Sie Leiter einer Brennpunktschule, wie es so schon heißt. Glauben Sie, dass es für Ihre SchülerInnen schwerer ist, sich da selbst zu organisieren, als beispielsweise für diejenigen, die auf ein Gymnasium in Pankow gehen? Also ich kenne jetzt kein Gymnasium in Pankow. Ich bin sicher, dass unsere Schüler jedenfalls auch es nicht leicht haben. Da bin ich ganz sicher. Nicht? Denn wir haben schon viele Schüler, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind, wie ich immer so gerne sage. Nicht? Wir stellen uns das häufig, wenn wir so aus dem bürgerlichen Milieu kommen, so vor, dass da dauernd Vater und Mutter zu Hause sitzen und sitzt vorm Computer und nebenbei macht es ein bisschen Unterricht mit dem kleinen Kind. Das ist ja nicht der Normalfall von vielen Familien, sondern viele Familien sind auch sehr unter Druck. Einerseits entweder, dass vielleicht die Eltern keine Arbeit haben, oder dass sie eben arbeiten gehen müssen unter schwierigen Verhältnissen. Also es ist eine große Zeit der Bewährung für alle. Aber ich sage auch eins, für die Schüler ist es auch sehr, sehr wertvoll, weil sie haben das erste Mal in ihrem Leben
etwas gemerkt, dass es nicht automatisch alles weitergeht, dass man sich einsetzen muss für diese Gesellschaft und dass es wert ist, sich für die Gesellschaft einzusetzen, die uns so viele Dinge letztendlich doch noch helfen kann. Und das kann sie nur, wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet. Und das ist etwas, was selbst meine Generation nicht erfahren hat. Ich habe den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Das war so eine existenzielle Sache. Und danach ist eigentlich nie wieder irgendetwas grundlegend Problematisches gewesen, wo man hätte sagen können, das Land geht den Bach runter oder so etwas. Und das haben wir jetzt. Und das wird die Schüler ihr Leben lang prägen, und zwar positiv prägen, weil sie wissen, sie werden wertschätzen, was dieses Land ihnen bieten kann. Eine Jahrhundertherausforderung, wie die Kanzlerin es genannt hat. Ja gut, wollen wir hoffen, dass es ein Jahrhundert, dass es nicht weitere Herausforderungen gibt. Also das Jahrhundert hat ja gerade erst angefangen. Ne? Das stimmt. Wir gucken uns mal den Alltag an Ihrer Schule an. Und zwar waren wir da in Zeiten, als da natürlich noch normaler Betrieb war. Es gab eine Zeit, da war die Nachfrage nach dieser Schule so gering, dass sie kurz vor der Schließung stand. Dann kam die Wende. Heute gehört die Friedrich-Bergius-Schule in Friedenau zu den beliebtesten Sekundarschulen ganz Berlins. Die Wende kam mit ihm, Michael Rudolph. 2005 wurde er Direktor. Seitdem leitet er die Schule nach Prinzipien, die wie aus der Zeit gefallen wirken: Pünktlichkeit, Ordnung und Disziplin. Von der Boulevardpresse wird Rudolph als strengster Schulleiter Berlins bezeichnet, doch er kann gut mit seinem Ruf leben. Schule ist kein Selbstzweck, sagt er. Sie liefert die Basis dafür, wie Schüler später in der Arbeitswelt ankommen. Nur wer am Ende wirklich etwas kann, hat gute Chancen. Und das möchte er möglichst vielen ermöglichen, mit bewusst traditionellem Unterricht und mit Erziehung. In zwei Kreuzberger Grundschulen hat Rudolph in den 80er Jahren mühsam gelernt, was Lehrer gegen aggressive Schüler, gegen Schulschwänzen, gegen Apathie im Unterricht unternehmen können. Sie müssen für Disziplin sorgen. Und die ist auch heute noch wichtig, denn über all den sozialen Bildungstheorien haben wir viel zu oft das Ziel aus den Augen verloren, sagt Rudolph. Schule ist ganz einfach zum Lernen da. Das klingt so unfassbar einfach, Ihre Formel, und trotzdem wird ja intensiv herumgeforscht, wie man Schule verändern kann. Warum, wenn es tatsächlich so Sinn macht und auch die Ergebnisse in Ihrer Schule so deutlich sind, warum unterrichten nicht alle nach Ihrer Methode? Das kann ich nicht beurteilen. Also es klingt sehr einfach, das ist richtig, aber es ist sehr, sehr anstrengend und herausfordernd. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele Schüler kommen zu spät zum Unterricht und das ist etwas, was für die Berufsfähigkeit verheerend ist. Ich kenne keinen Arbeitsplatz, wo das möglich ist, ohne dass man da gekündigt wird. So, wir haben da etwas entwickelt. Das heißt, die Schultür geht auf, die Schüler kommen rein. Wenn es klingelt, zur Stunde wird die Schultür geschlossen. Jeder Schüler, der zu spät kommt, wird registriert und darf jetzt nicht in den Unterricht gehen und die anderen Schüler stören, sondern kriegt eine kleine gemeinnützige Arbeit, bis die Stunde vorbei ist, und dann geht er in die nächste Stunde pünktlich. Wenn er es mehrfach macht, kommt Elterngespräch. Wenn er es wieder macht, muss er mal eine Stunde, muss er mal eine ganze Woche um 6.30 Uhr kommen und eine gemeinnützige Arbeit machen. Das ist ungeheuer aufwendig, personalaufwendig. Ja. Und deswegen, glaube ich, scheuen viele davor zurück, das zu machen, obwohl es jeder machen kann. Es ist eben ganz einfach, aber aufwendig. Verhalten hat Konsequenzen, merkt man da sehr deutlich, im Zweifel unangenehme Konsequenzen. Können Sie das zusammenfassen, die Methode Rudolph? Naja, die Methode Rudolph ist Konsequenz und Empathie. Das sind die beiden Dinge, die wichtig sind. Konsequenz heißt, ich muss, wenn ein Fehlverhalten ist, ob ich jetzt Lehrer bin oder Schulleiter, spielt keine Rolle, muss ich bereit sein, dem Schüler eine Konsequenz, eine angemessene Konsequenz zu geben. Ich muss aber auch ihm das Gefühl geben, dass ich ihn mag, also nicht im Sinne von lieben, sondern dass ich mich interessiere für sein Fortkommen und wie er in das Leben hineinkommt. Und wenn die Schüler das spüren, dann sind sie auch bereit, sich Erziehung zu stellen und auch im Grunde genommen sich Regeln zu unterwerfen. Wir haben ja keine besonderen Regeln erfunden. Wir haben die ganz normalen gesellschaftlichen Regeln. Nichts stehlen, kein Bedrohen, kein Beleidigen. Das sind doch Dinge, die in unserer Gesellschaft ganz normal sind. Und wenn wir mal ehrlich sind, als wir selber jung waren, wir haben auch nicht immer alles gemacht, was die Älteren zu uns gesagt haben. Also ich, ja. Ja, ja, das wollen wir mal ganz ehrlich zueinander sein. Das ist, jede Generation testet die Grenzen aus. Ja. Und unsere Aufgabe und Aufgabe der Eltern ist es eben auch, den Jugendlichen die Grenzen dann aufzuzeigen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sorgt diese Disziplin, die man miteinander dann lebt in der Schule, dafür, dass man ein ruhiges Arbeits- und Lernklima hat, was, genau, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist. Wir wollen
wollten ja wissen, von Ihnen zu Hause, was glauben Sie, brauchen wir in der Schule mehr Disziplin oder haben Sie das Gefühl, wenn ich mir meine Kinder angucke, die vielleicht noch schulpflichtig sind, da ist eigentlich genug auf Umgangsform zum Beispiel Wert gelegt. Da sagen 94% ja, wir brauchen mehr Disziplin. Was kennen Sie für ungezogene Kinder? Und 6% sagen, nee, reicht, so wie wir es in der Schule handhaben. Wir verlosen übrigens heute das Buch von Herrn Rudolf und dazu gibt es einen ZIP-Schirm. Das wird per Zufallsprinzip zugelost. So, und dann wollten wir aber auch noch wissen, und da haben wir auch noch mal Sie gefragt, diesmal aber auf der Straße, was muss Schule denn jetzt aber leisten neben der Disziplin? Ich glaube, erstmal, bevor man zu Disziplin kommt, sollte Schule die Schüler ernster nehmen und deren Werdegang und deren Lernen. Weil auch Schüler, die vielleicht stören, brauchen irgendwie Input von Lehrern und brauchen Hilfe. Ich glaube, die Lehrer sind überfordert, die Schüler sind auch überfordert oder sie sind manchmal auch unterfordert. Ich finde es schwierig, was Schule heutzutage ist und ich finde es schade. In der Schule werden Schüler oft in bestimmte zu Sachen gedrängt oder bestimmte Verhaltensweisen, die gar nicht zu ihnen passen. Und ich glaube, deswegen entsteht da oft ein Konflikt, weil nicht genügend Zeit und nicht genügend investiert wird in die individuelle Betreuung von Schülern. Leider Soft Skills, leider Sozialverhalten. Das, was man früher von zu Hause mitbekommen hat. Tja, da höre ich jetzt raus, dass es vielleicht schon darum geht zu sagen, man müsste die Schüler individueller abholen. Vielleicht soll jeder selbst bestimmen, wann er was lernen will, wann er was lernen kann. Sie sagen aber, muss nicht sein. Wir bleiben lieber bei, Ihnen wurde das mal als Steinzeitpädagogik vorgeworfen. Was entgegnen Sie? Na, ich entgegne, dass ich mich in diese Kriege nicht einbinden lasse. Das sind jahrzehntelange pädagogische Kämpfe, dass jeder sagt, das ist gut, das ist mir egal. Wichtig ist, dass Schüler Ergebnisse haben, dass es Lernergebnisse gibt. Es kann doch nicht sein, dass 25% unserer Jugendlichen in der 9. Klasse nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. Das hat die PISA-Studie ergeben. Das sind doch katastrophale Ergebnisse für unser Land, wenn ich an die Zukunft unseres Landes denke. Denn die Jugendlichen müssen wir befähigen, die Arbeitsplätze, die heute vorhanden sind, dann von denen zu übernehmen, die eben in die Rente gehen. Die müssen diese Gesellschaft weitertragen. Und dazu gehören gründliches Wissen und Können. Und darauf müssen wir uns fokussieren. Und wie einer das lernt, wäre mir jetzt vollkommen egal. Es kann nur nicht sein, dass irgendeine Methode gemacht wird, von der erzählt wird, die wäre ganz toll und die wäre modern und überhaupt das Allerbeste. Und nachher kann keiner etwas. Das kann nicht sein. Sondern mich interessieren Ergebnisse. Und ist das genau der Wahnsinn, dass Sie feststellen, die Ergebnisse stimmen einfach nicht? Die Schülerinnen und Schüler werden eigentlich kollektiv blöder? Nein, die Schüler werden nicht kollektiv blöder. Das ist jetzt sehr provokativ. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass die genauso schlau oder genauso dumm sind wie die Generation vor ihnen. Wir als Erwachsene machen nicht das aus den Schülern, was wir machen müssen. Wir führen sie nicht an die Leistungsgrenze. Und das ist unsere Schuld. Also wir sollten wirklich jetzt nicht auf die Schüler zeigen. Nicht Gustav Heinemann hat mal gesagt, wer mit dem Finger auf einen anderen zeigt, so wie ich gerade auf Sie, soll nie vergessen, dass drei Finger auf ihn selber zurückweisen. Also wir haben die Verantwortung, nicht nur als Lehrer, sondern auch die Eltern, wir gemeinsam müssen dafür sorgen, dass Schüler alles das, was sie brauchen, ins Leben mitnehmen. Und dazu gehört gründliches Wissen und Können und ein vernünftiges Sozialverhalten, ein gemeinschaftsverträgliches Verhalten. Und dazu gehört definitiv auch Pünktlichkeit. Und Sie haben das Beispiel vorhin schon genannt. Und wir haben mal eine Ihrer Schülerinnen gefragt, wie das eigentlich für Sie so ist, zu spät kommen und dann dem Hausmeister helfen dürfen. Schulbeginn in der Friedrich-Bergius-Schule. Die meisten Schüler sind schon da, denn die Zeit läuft. Um 7.30 Uhr klingelt es zum Unterricht. Der Schulleiter begrüßt die Schüler, dann ist die Tür zu. Wie es aussieht, wenn jemand zu spät kommt, stellt eine Schülerin für uns nach. Die 14-Jährige weiß aus Erfahrung, dass es Konsequenzen hat, wenn man mal zu spät kommt. Ja, hallo. Ich bin zu spät. Der Schulleiter fragt immer nach dem Grund und schickt die Schüler dann zum Hausmeister, denn eine begonnene Unterrichtsstunde darf niemand stören. Als ich zu spät gekommen bin, da musste ich so verschiedene Arbeiten ausüben, die unser Hausmeister uns gegeben hat, sei es auf dem Hof oder vor der Schule. Und das ist halt peinlich vor anderen Schülern, das dann zu machen. So. Die zu spät kommen, säubern den Schulhof. Ziemlich strenge Methoden. Der Schulleiter nennt das konsequente Erziehung. Und zur konsequenten Erziehung gehört vermutlich, dass es eine klare Hierarchie gibt. Also basisdemokratisch wird man an der Schule vielleicht nicht arbeiten können. Obwohl, das, was ich gelesen habe aus Ihren Kreuzberger Anfangsjahren, Ende der 70er, gab es da solche Ideen, dass man sagt, ich bin euer Kumpel,
wir sitzen hier zusammen, machen uns eine gute Zeit? Genau, das war so eine Vorstellung bestimmter revolutionärer Lehrer, die dann aber nach relativ kurzer Zeit gescheitert sind und wieder weggegangen sind und haben uns den Trümmerhaufen denn hinterlassen, den sie pädagogisch angerichtet haben. Okay. Sie schreiben in Ihrem Buch, es geht nicht darum, autoritär zu sein, aber eine Autorität zu sein für die Schülerinnen und Schüler. Ich stelle mir das offen gestanden beim Lehrerberuf und ich habe auch mal überlegt, ob das nicht was für mich wäre, wahnsinnig schwervoll. War da, vor einer Klasse zu stehen, pubertierende Kinder, die im Zweifel dich auch testen wollen und du merkst, entweder ich gehe mit dem hochroten Kopf raus oder ich muss dir gleich deine Klamotten zerreißen vor Wut. Das kann es ja auch nicht sein. Wie schafft man es, sich Autorität zu schaffen? Also wichtig ist einmal, dass das Kollegium einheitlich handelt, dass es einheitliche Regeln gibt und alle fordern diese Regeln gemeinsam ein. Dann wird die Arbeit sehr viel leichter. Rituale helfen sehr. Nicht Rituale, bei uns sage ich mal ganz einfach, ich bin pünktlich, ich gehe in die Klasse und dann räume ich meine Sachen schon raus und wenn der Lehrer kommt, habe ich meinen Arbeitsplatz so, dass ich arbeiten kann. Mein Hausaufgabenheft liegt da, mein Buch oder was ich eben brauche, liegt da. Wenn der Lehrer reinkommt, stehe ich mal kurz auf, dann sagt man guten Morgen, begrüße ich, setze ich wieder hin. Man merkt, die Unterrichtsstunde hat begonnen. Es wird immer das Gleiche im Unterricht gemacht. Erstmal vielleicht eine kleine Wiederholung, dass man mal fragt, was war letzte Woche dran, dass man nach den Hausaufgaben mal kurz guckt, dass man über das neue Thema erstmal das einführt, etwas spricht. So eine Struktur, die für die Schüler immer gleich ist. Und wichtig ist, die Schüler einzubinden da drin, weil es muss immer klar sein, es geht nicht um den Lehrer. Es geht um den Schüler. Der Schüler muss für seine Zukunft etwas lernen. Und alles das, was wir machen, müssen wir den Schülern erklären. Und merkwürdigerweise haben wir eine große Zustimmung. Wir haben ja sehr viele Anmeldungen. Immer seit 11 Jahren haben wir mehr Anmeldungen, als Plätze überhaupt vorhanden sind. Und die Schüler kommen oft zu uns. Also Eltern auch natürlich, nicht, haben von uns gehört. Aber ganz viele sagen, nein, hier will ich hin, hier ist das gut, hier gibt es Regeln, hier ist das ruhig und hier kann ich in der Pause in ruhig. Und hier sind und die Klos sind sauber zum Beispiel. Das sind so kleine Nebeneffekte von Erziehung. Nicht? Also Schüler mögen diese Schule und es verlässt auch kaum einer unsere Schule. Selbst wenn welche nach Brandenburg umziehen oder so, haben wir alles schon gehabt. Denn aus Falkensee, dann kommen die noch mit dem Zug wieder angefahren, um bei uns die Schule zu beenden. Bitte um ganz kurze Antwort noch. Am Ende des Jahres werden Sie, glaube ich, aus dem Schuldienst ausscheiden. Gibt es dann irgendwas, auf was Sie sich freuen? Oder fallen Sie erstmal ein tiefes Loch, weil Sie Ihre Schule verlassen müssen? Also ich werde bestimmt in kein tiefes Loch fallen. Ich werde Reisen machen. Ich bin Historiker. Ich werde mich mit Geschichte sehr viel beschäftigen. Also ich habe mir verschiedene Dinge vorgenommen und falle bestimmt in kein tiefes Loch. Und ich bin dann 68, wenn ich in die Pension gehe. Ich denke dann nach 44 Jahren im Brennpunkt darf ich das dann auch machen. 44 Jahre Brennpunkt, darüber hat er geschrieben. Wahnsinn Schule heißt seine Analyse, könnte man sagen. Aber Herr Rudolph schreibt auch, was es braucht, um diesen Wahnsinn möglicherweise zu beenden. Gibt es eigentlich eine Theater-AG bei Ihnen an der Schule? Die hatten wir. Der Kollege ist im Moment krank, aber das ist lange Zeit gut gelaufen. Wir haben einen Schulchor noch, der aus meiner Sicht hervorragend funktioniert. Sehr gut. Sagen Sie dem doch mal, falls die Kostüme brauchen im Schulchor oder demnächst wieder in der Schul-AG, in der Theater-AG, bitte unbedingt nach Adlershof fahren. Weil da werden gerade eine Menge Kostüme aussortiert. Dankeschön. Bitte sehr.